Thank you.
Gleich mit ein bisschen Hintergrundgeschichte zu diesem Set, wo es, will ich sagen, schon 1-0 steht für Geld, Junge, ich kann das hier mal eintragen hier, für die Niemanden, der zuschaut. Für den Niemanden. Mag ja mein Tor. So, es ist Geld, Junge. Jejen Sarah. Geld, Junge, Jejen Sarah. So. Siehst du, wir sind kurz hier hergekommen und schon hat er 30 dazu. Erzähl mal, während ich das hier eintrage, ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu dem Set, die du kennst. Genau, so auf PPM, finde ich, habe ich sie spielen sehen, Best of 3 Impuls. Mhm. Und ich habe, das war halt auch genauso on par, also auf einem gleichen Level. Aber Geldjunge hat immer so, man hat gesehen, dass er nicht gewinnen wollte. Er hat halt rumgeswaggt und rumestet und dumme Recoveries gemacht und so. Okay. Da dachte ich mir auch so, okay, warum? Also, dann muss ich aber wiederum sagen, ich kenne Geldjunge auch nicht anders. Er hat halt das Zeug, aber er lässt sich wahrscheinlich einfach nur Zeit, weil er jung und textgelegt und Geld. Ist. Ja, genau. Jo, es hat ihn halt angezündet, weil er eine Hitbox rausgehauen hat, aber der Falco wurde nicht getroffen. Was ist das für eine Recovery? Oh, was ist schon vorbei? Okay. Ist es 1-1 jetzt? 2-1 für dich? Okay. Ich dachte, wir hatten das erste gesehen. Okay. Dann verstehe ich, was hier passiert. Okay. So. 2-1 für Xara. So einfach lässt er sich nicht geschlagen. Xara, das ist der neue Name von Christoph Niehaus. Genau. Ja. Unserem ultimativen Deutschen hier. Newcomer. Deutscher Newcomer. Deutscher Newcomer. Ziemlich flashy geschickt. Ein bisschen die Chic-Geschwindigkeit am Flexen der Ball. Erinnert ein bisschen an Uslöhr. Vom Aussehen her auch, ne? Ja. Die sehen sich ähnlich. Ja, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Sieht ein bisschen aus wie ein Latios, finde ich. Wie ein Latios? Ja, jetzt wo du es sagst. Er ist auch so blau, ne? Ja, voll. Auf die Chic, ne? Ja. Und wenn Chic die Backer macht, dann ist das wie die Flügel von Latios. Wer ist denn Latios? Die rote Schick, Rivka. Rivka ist Latias. Er ist ein bisschen. Er hat bessere Defense, weißt du? Er hat so ein schmaleres Latias-Gesicht. Ja, oh. Ich glaube, Rivka ist Drache-Psycho. Ja, voll. Glaube ich auch. Und ich glaube, Xara auch. Die sind beide. Ja, sind beide Drache-Psycho, glaube ich. Ja, ich glaube, Rivka ist mehr so die Special War. Ja, das glaube ich auch. Und der Recovery-Mensch. Wobei, haben die Wish? Latias hat Wish. Latias spielt man ja sogar mit diesem klassischen Wish-Set, ne? Ja, Wish-Pass, also Wish und dann tauschen. Ja, aber Pass ist doch Smogon verboten. Ja. Aber Battlesport nicht. Ich spiele immer nur Battlesport. Also halt habe ich auch mal gemacht. Aber Battlesport, das Dumme ist, du versuchst halt so ein Standard-OU-Team zu machen, ne? Ja, da kommen halt immer Leute mit Darkrai oder so, dann machen sie halt dieses... Nee, Darkrai dürfen die nicht bei Battlesport. Ich habe Free Battles gemacht, deswegen. Da kannst du natürlich, da kannst du nur mit Darkrai kommen, logisch. Und dann hat er halt diesen Move gemacht, der garantiert dich zum Einschlafen bringt und halt das ganze Team einschläft. Ja. Denke ich mir auch so. Ich habe es nicht verstanden, sondern ich dachte mir so, ich glaube, das ist verboten. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist auch bei Battlesport legal, dass du so viel sneaken kannst, wie du willst. Okay. Das ist halt ein bisschen doof. Aber Battlesport ist immer nur 3 gegen 3, aber du wählst auf 6. Ja, Free Battles sind auch, also du hast 6, ja genau, auf 3 gegen 3. Und ich hatte halt, mal gucken, wen hatte ich. Ja, mein Team war sick, ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, ich bin nicht angeben, aber komm mal. Mein Team war sick. Ich hatte auf jeden Fall Psyana und Nachtara drin.
Glaub mir doch. Glaub mir. Nachtara, beste Wall. Ich hab meinen Ultramon mit dem Nachtara durchgespielt. Ich hab das, das Evoli EV-trained auf Mond. Also Ivy gebreedet und EV-trained so. Und dann habe ich es rübergetauscht, um dann mit Ultrasonne anzufangen. Erzähl's niemandem oder nur deinen Ängsten. Aber ich hab gegent. Du hast du Schwein. Ich hab einmal halt legitim ein Team erstellt. Ja, ein Legitim. Ein Legitim. Tschüss. So mit Fabio zusammen und so. Und ich musste für ihn auch so ein, wie heißt es, Terperia? Ja. Mit dieser Hidden Ability. Das ist ultra selten. Ich hab Wochen Geldjunge ist so ein Idiot. Ja, hat das weggeschmissen. Herz habe.